Und damit herzlich willkommen zu dem ersten Fahrdienstleiter-Tutorial für SimRail. Ich denke, es ist bitter nötig, dass wir hier ein kleines Grundlagen-Tutorial machen für SimRail als Fahrdienstleiter, denn es gibt sehr viele Leute, die sich als Fahrdienstleiter versuchen, aber mit der Stellwerkstechnik sich nicht auskennen und entsprechend den Verkehr sehr stören, beziehungsweise mal liegen bringen, wenn dann auch Züge falsch geschickt werden, etc. Die KI versucht es ja schon etwas zu bereinigen, kann aber noch nicht alles. Daher hier mal ein kleines Grundlagen-Tutorial. Anfangen tun wir gleich mit einer Station, die ein bisschen schwieriger ist und da, wo man auch einiges falsch machen kann. Und zwar ist es Sosnowiec Glony. Was haben wir hier für Verkehr? Wir haben den Verkehr von Katowice nach Bezin, von Bezin nach Katowice und dann von Katowice nach Sosnowiec Polodjowi. 100% falsch ausgesprochen und von da unten nach da oben und eventuell, wenn das Spiel dann komplett draußen ist, auch mal hier nach draußen. Ja, aktuell ist es die Fassung vom Playtest, das heißt, wenn ihr das in der Zukunft seht, kann es sein, dass sich das Interface hier noch verändert, aber ich denke mal, für so teuer passt's. So, hier der Anschluss, links unten hat mich jetzt eben gefragt, ob der Streckenblock frei ist. Warum macht er das? Es gilt die Regel, beim eingleisigen Streckenblock ist immer anzufragen, ob der Block frei ist oder nicht. Das müsst auch ihr machen, wenn ihr zum Beispiel ein Stellwerk habt, wo links und rechts nur eingleisig ist. Immer fragen. Auch bei zweigleisigen müsst ihr fragen, wenn der Zug vor dem Fahrplan oder arg verspätet wegfahren soll. Wenn er im Fahrplan ist, dann müsst ihr nicht fragen. Und wenn ihr natürlich auf der falschen Seite den Zug schickt, müsst ihr vorher den anderen Fahrdienstleiter fragen. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Er hat jetzt hier gefragt, ob das hier frei ist. Er ist hier da unten und der Streckenblock ist momentan auf neutral. Wir klicken jetzt bei ihm auf seine Taste und sagen Bezug auf Gleis und so weiter ist er dann frei. Sprich, er hat dann gefragt für 24177 und sagen senden. Dann sagen wir hier Streckenblock ist frei für den Zug so und so weit bei 1548. Das wird er jetzt gleich bestätigen. Das hat er jetzt hier gemacht. Und was jetzt dann gleich passieren wird, ist, er wird hier den Block hier drehen. Ja, je nachdem, wie der Pfeil eingestellt ist, funktioniert der Block dann. Da sehen wir es hier. Diese SBLs, die gehen in diese Richtung, die in diese Richtung. Und was ist ein SBL? Das sind quasi automatische Streckenabschnitte, wo die Signalisation automatisch verläuft. Während er das hier vorbereitet, erkläre ich euch mal kurz, was ihr hier seht. Einerseits haben wir hier die zwei Perrons, Perron 2, Perron 1, wo Züge anhalten können. Dann haben wir hier die Ausfahrsignale. Das sind hier die Kollegen da. Dann haben wir hier auch noch Einfahrsignale, reguläre Signale hier. Das sind Vorsignale. Und die Pfeile, die nicht gefüllt sind, das sind Rangiersignale. Das sind sogenannten TM-Signale, die so wunderbar blau leuchten. Da macht man dann die ganzen Rangierfahrten. Zu dem kommen wir gleich noch. Auf der rechten Seite kommt jetzt ein Zug. Da sehe ich jetzt zum Beispiel nicht ganz die Nummer und er hat es mir leider auch nicht angekündigt, was für ein Zug da kommt. Wenn ihr da ein Fahrdienstleiter seid, sagt es immer, was für ein Zug da kommt. So, er hat jetzt hier unten die Anfrage gemacht, die Richtung drehen, der Pfeil blinkt. Ich muss das jetzt erstmal bestätigen, dass das für mich okay ist. Und das mache ich mit PZK. Jetzt auch Execute. Dann leuchtet er durchgehend. Das heißt für ihn, ja, das passt für mich. Und jetzt wird er dann gleich das Ausfahrsignal stellen. Und dann wird hier der hintere Teil von dem Pfeil rot. So, das heißt, Ausfahrsignal ist auf Fahrt, wie den Zug da kommt, aber er ist noch nicht über das Signal drüber gefahren. Sobald der Zug über das Signal drüber fährt, ist es durchgehend rot. Das heißt, okay, für mich, der ist über das Ausfahrsignal drüber. Und jetzt kann ich ihm hier die Fahrstraße geben. Das heißt, ich klicke hier das Signal an, das nächste, wo er hin soll, Fahrstraße, Execute zum Ausführen. So, und jetzt schauen wir mal, welcher Zug hier vor Signal B steht. Da haben wir hier diese Anzeige und da sehe ich, okay, hier Signal B, 10 Meter davor, das ist der 40629. Da gehen wir jetzt in den Fahrplan, schalten 1 um auf die Station und schauen, wo er ist. Jetzt habe ich die Nummer gerade schon wieder vergessen, 40629. Das ist der hier und der hat einen Personenhalt. Woran sehe ich das? PH steht für Personenhalt und dann sehe ich auch, auf welchem Gleis er deine hat und wie lang. Also Layover sind quasi die Minuten.
Und das ist eine Spezialität von dieser Station. Wir haben hier zwei Fahrplanansichten. Und das müsst ihr das so vorstellen. Die erste Seite ist quasi dieser Abschnitt hier. Und der zweite ist die Station hier. So, wir lassen den jetzt auf Gleis 1 einfahren. Wir haben Fahrstraße Execute. Und geben ihm aber nicht gerade wieder die Ausfahrt. Wir geben ihm erst dann die Ausfahrt, wenn er auch nach Fahrplan losfahren soll. So, dann haben wir hier den nächsten Zug. 42930. Bei dem weiß ich bereits, dass der hier nach unten muss. Also alle, die was hier eine 42 am Anfang haben, müssen hier runter. Das können wir auch kontrollieren. Also tut es das auch immer. Geht in den Fahrplan. Dann hier für 42930. Eben, der fährt hier nach unten. Müssen aber den anderen erstmal losfahren lassen. So, und in 24177 sagen wir, dass der abgefahren ist für Katowice, wo er hinfährt. So. 24177. Senden. Und er hat mir auch gesagt, okay, 42930 ist abgefahren. Wunderbar. 40629 ist jetzt am Bahnsteig. Und wir schauen, wann der losfahren soll. Der hat Abfahrt um 15.54, also in 2 Minuten. Okay, jetzt müssen wir hier bestätigen, dass der Zug abgefahren ist. Wir warten noch, bis er dann ein kleines Stück weiter raufgefahren ist. Klicken den Block an. Klicken auf K.O. Also wir haben die Ankunft bestätigt. Jetzt fängt er zum Blinken an und geht dann wieder in die Ausgangsstellung. Und dann können wir jetzt für den nächsten Zug anfragen. Also es wäre dann 42930. Fragen hier, ist der Streckenblock für Zug so und so weiter frei? Also hier 42930. Da ist die Fahrstraße für Zug so und so weiter frei. Jetzt wird er dann vermutlich gleich sagen, ja, ist frei. So, und jetzt können wir entsprechend die Richtung drehen. Das machen wir mit WBL. Einmal Execute. Jetzt fängt es zum Blicken an. Und wenn er bestätigt, das hat er jetzt natürlich schon gemacht, dann passt es und wir können hier die Fahrstraße machen. Nehmen also dieses Signal hier nach unten. Fahrstraße, Execute. Und dann braucht es einen Moment, bis die Weichen hier gelegt werden. Da sieht man es jetzt gerade. Und dann hat er hier Fahrt. So, der hat jetzt hier auch Abfahrt. Den können wir jetzt erstmal bis hier hinschicken. Denn in die SBL kann ich ihn noch nicht schicken, denn die ist hier voll. Der erste Block hier nach dem Signal muss frei sein, also so grau. Und dann kann ich erst hier die Fahrstraße hier reinmachen. Und ich hoffe in Katowice. Oh je. Ja, so wie es aussieht, hat in Katowice hat es da gerade einen kleinen Stau. Deswegen wird da vermutlich nichts weitergehen. Ist jetzt aber für das Total erstmal nicht so schlimm. Und der Zug ist abgefahren. Wir sagen Bescheid. ...42930... senden und fertig. Gut, dann was machen wir als nächstes? Wie macht man die Rangierfahrt? Im Stand vom Playtest braucht man die Rangierfahrt noch nicht, wird aber dann später kommen. Und Rangierfahrten macht man eben mit diesen kleinen TM-Signalen. Man kann die aber auch hier mit den Hauptsignalen machen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt einen Zug hier auf Perron 1 und da möchte man eine Rangierfahrt machen nach da vorne und dann soll er zum Beispiel auf Gleis 5 reinfahren. Dazu wähle ich das Signal aus und wähle hier das nächstbeste Rangiersignal aus, das wäre hier TM930, dass er bis hier hinfahrt und sagt Verschubfahrstraße oder Rangierfahrstraße Execute. So, dann hat der jetzt hier den Rangierfahrt und kann genau bis hierhin fahren. Denn das TM-Signal zeigt blau an, also halt für ihn. Habe ich das aus Versehen zum Beispiel gemacht, dann kann ich das auch wieder löschen. Klicke das hier so an und sage Fahrstraße auflösen. So. Hier wird er sich normalerweise automatisch auflösen, wenn der jetzt hier reingefahren ist. Jetzt ist er da drin, jetzt wollen wir den nach da oben. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses Rangiersignal, was in die Richtung zeigt, wählen da dieses Signal hier aus. Und hier wieder Verschubfahrstraße. Da müssen wir kurz warten, bis die Weichen eingestellt sind.
und dann sollte das eigentlich gleich geben. Wunderbar. Wir tun das jetzt wieder auflösen mit ZDM. Fertig. Und dann wäre er da oben. So, der Block hier unten wird jetzt wieder von ihm aufgelöst. Das ist erstmal für uns fertig. Okay, der kann jetzt wieder ein Stück weiterfahren. Fahrstraße, execute. Eine Sache möchte ich zu den Rangiersignalen noch sagen. Rangiersignale sind Rangiersignale und keine Ausfahrsignale. Kommt nicht einmal auf die Idee, ein Rangiersignal für Ausfahrsignal zu verwenden, damit ihr das in die andere Station schicken könnt. Das ist ganz großes No-No. Mit Rangiersignalen wird nur rangiert, hin und her, innerhalb der Station, im Gebiet, wo man ist. Ganz wichtig. Okay, zum Thema Fahrstraßen. Was ist denn, wenn ich eine Fahrstraße mache, aber die ich eigentlich wieder löschen möchte? Ganz einfach. Wir machen das mal ganz kurz. Wir machen eine Fahrstraße von da, zum Beispiel nach da oben. Fahrstraße, execute. Dann braucht es einen kurzen Moment, bis er die gemacht hat. So. Und jetzt fällt mir aber gerade ein, oh nee, die Fahrstraße, die ist jetzt falsch. Eigentlich muss der Zug nach da unten. Ganz einfach. Ihr klickt dann hier das Anfangssignal an, hier das Endsignal und sagt ZD, Fahrstraße auflösen. Wenn ihr das klickt, dann verändert sich hier die Farbe und die Fahrstraße wird zurücknehmen, aber nicht sofort. Denn es kann ja sein, dass der Lokführer gerade losgefahren ist und er ist da gerade drauf. Dann können wir also nicht einfach sofort die Fahrstraße löschen. Es dauert, glaube ich, 30 oder 40 Sekunden und dann verschwindet es und ist die Fahrstraße wieder freigegeben. Es gibt dann jetzt noch die Notfallsituation, um sofort die Fahrstraße zurückzunehmen. Das macht sie aber nur im Notfall. Und zwar ist es hier ZW. Da müsst ihr einmal auf ZW klicken, Execute. Müsst dann einen Moment warten und dann mit ZWP die sofortige Stornierung der Fahrstraße bestätigen. Und boom, ist sie weg. Wie gesagt, das macht sie nur im Notfall. Fahrstraßen werden nur mit der ersten Variante gelöscht. Nicht mit der Notfallvarianten. Also ihr habt wirklich einen triftigen Grund dafür. Dann gibt es auch noch die Situation, dass man einen Zug mit Ersatzsignal rausschicken muss. Wie macht man das? Bevor man hier ein Ersatzsignal in irgendeine Richtung macht, müsst ihr die Weichen vorher manuell legen. Beim Ersatzsignal wird die Fahrstraße nicht geprüft, also da müsst ihr aufpassen. Mal angenommen, wir haben hier einen Zug auf Gleis 1 und der muss hier runter. Dann werden wir hier die Weichen stellen. Ich muss jetzt hier auf Plus. Ist sie ja schon. Die muss hier ebenfalls auf Plus. Die hier muss auf Negativ, also Minus. Und hier, die muss auf Minus. Wir kontrollieren jetzt hier die Fahrstraße. Der fährt dann hier so rein. Und dann darunter. Hier beim Ausfahrsignal, also wir gehen davon aus, der steht hier. Sagen hier SZ zum Initialisieren. Warten einen kurzen Moment. Und sagen dann SZP, um das Ersatzsignal einzuschalten. Es fängt jetzt hier weiß zum Blinken an, das heißt, okay, für den Fahrer, er hat jetzt hier Ersatzsignal und er kann hier losfahren. Das hört dann von allein auf wieder zu blinken. Und bevor ihr da wieder den Zug reinschickt, wartet darauf, dass es hier aufgehört hat zu blinken. Und dann fährt er hier weg. Es gibt aber noch eine zweite Variante von dem Ersatzsignal. Und zwar ist es dann das Ersatzsignal, wenn ihr den Zug auf der linken Seite rausschicken müsst. Das wäre nämlich dann hier das NSZ. Das funktioniert nach dem genau gleichen Prinzip. Klickt dann einmal auf NSZ drauf, wartet einen Moment und dann NSZ E, damit sie ebenfalls weiß blinkt. Was ist der Unterschied? Bei NSZ geht dann hier noch ein Zusatzsignal mit an, dass der Fahrer weiß, okay, wir fahren auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. So viel mal zum Ersatzsignal. Als nächstes möchte ich mit euch noch mal ganz kurz auf den Fahrplan eingehen. Wenn wir hier den Fahrplan haben, da muss man den ganz speziell lesen. Also wir haben ja hier die Ansicht, wann ist die geplante Ankunft, was ist die echte Ankunft. In der Zukunft wird sich das dann aktualisieren, wenn ein Zug Verspätung hat. Was für ein Zugtyp ist es, welche Zugnummer hat der, von welchem Stellwerk kommt der oder welcher Station kommt der und wohin fährt er. Ab und zu steht dann die Nummer aber auch hier rechts.
Wichtiger ist dann hier Layover, Stoptype und die Plattform. Layover heißt, wie lange bleibt er hier und was ist es für ein Haltetyp. PH steht für Personenhalt. Und wenn ein Zug Personenhalt hat, dann muss er entsprechend die Abfahrtszeit einhalten. Also mal angenommen, dieser Zug da, der kommt jetzt um 17 Uhr an, dann muss er auch bis 17.11 Uhr warten, bis er abfahren kann. Entsprechend gibt ihm auch da nicht die Abfahrt vor dieser Zeit. Neben PH gibt es auch den Halt PT. Das ist ein technischer Halt, den haben vor allem die Güterzüge. Den sehen wir hier. Da müsste eigentlich PT stehen. PT-Halte sind nicht zwingend, aber jeder PT hat eigentlich seinen Grund, warum er da ist. In der Regel schaut, dass die Güterzüge entsprechend diesen PT-Halt einhalten und dass ihr den nicht verfrüht losschickt. Wenn ihr den wirklich verfrüht losschicken wollt, dann müsst ihr das andere Stellwerk, wo ihr hinfahrt, fragen, hey, kann ich den Zug 644040 verfrüht losschicken, damit er das weiß. Neben PH und PT gibt es dann auch noch PM. In der aktuellen Playtest-Fassung gibt es noch nicht PM, wäre ein sogenanntes Manöver. Das heißt, wenn ihr einen Zug drin habt, der hat hier PM und was er sieht, Layover 15, dann muss er in der Zeit manövrieren. Also zum Beispiel von die Lok einfach umsetzen auf die andere Seite und dann geht er mit einem anderen Anschluss dann wieder raus. Ich gehe mal davon aus, das könnte dann in der finalen Version noch kommen. Also die drei Sachen. PH verpflichtend, PT nicht verpflichtend, PM verpflichtend natürlich. PM kann dann auch kombiniert sein mit PH, dass ein PH-PM dasteht. Sprich, er hat einen Personenhalt und PM, während der Personenhalt, muss er dann umsetzen. Entsprechend gibt ihr ihm dann die Fahrstraße. Hier wird dann auch noch dazu kommen, dass ihr dann die Abfahrtzeiten abstempeln müsst. Das ist aber etwas, was hier noch nicht funktioniert. Und dann hat der nächste Fahrdienstleiter entsprechend die aktuellen Zeiten. Momentan ist es halt noch gleich. Und damit wechseln wir in das sogenannte Relais-Stellwerk. Das gibt es in unterschiedlichen Fassungen. Das ist meine einfache Variante davon, hier in der Station Benzin. Und von Relais-Stellwerk muss man einfach keine Angst haben. Funktioniert eigentlich gleich wie das komplett digitale SCS oder ESTW, je nachdem, wie man es nennen will. Und klar, man hat hier sehr viele Knöpfe, aber die meisten davon braucht man eigentlich nicht. Die Bedienung ist die gleiche. Was haben wir hier? Wir haben hier natürlich hier unseren Gleisplan und diverse Gleise haben hier dann einen Achszähler und manche haben das nicht. Das ist dann hier unten. Außer hier an der Seite, da sehe ich dann, ob hier dann was stehen würde. Dann hier das Gelb-Orange, das zeigt mir gerade an, wie die Weichen gerade gelegt sind. Das heißt, hier kann man das dann ausmachen, wo es dann hingeht. Beispielsweise hier schön gerade drüber und dann hat es bei jeder Weiche hier das Knöpfchen. Und mit Ziehen oder Drücken kann ich die Lage der Weichen ändern. Als kleines Beispiel, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier mache. In dem Fall muss ich ziehen. Wird die Weiche umgelegt und jetzt geht es hier nach unten. Wenn ich jetzt drücke, dann geht es in die andere Richtung. Und hier wieder gerade. Dann sind hier die Signale abgebildet, sowie die Rangiersignale. Hier, das sind TM-Sachen hier. Das sind die Rangiersignale, die kleinen blauen hier. Und dann habe ich hier jedes Signal hier auch noch diese weißen Buttons. Mit diesen weißen Buttons mache ich quasi die Rangierfahrt bei diesen Ein- bis Ausfahrsignalen. Bestes Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Zug habe auf Gleis 1 und ich möchte den jetzt hier rausfahren lassen, hinter TM38, drücke ich diesen Knopf hier und dann wird die Rangierfahrstraße gestellt. Beziehungsweise, jetzt haben wir hier TM29 noch davor, das heißt bis dahin darf er fahren, jetzt müsste ich auch noch TM29 aktivieren. Und jetzt darf er bis hier hinten fahren und muss dann anhalten, weil hier ist dann irgendwo Rangierende. So, ich gehe davon aus, der ist jetzt hinter TM38. Jetzt muss ich diese Fahrstraße zurücknehmen. Oder ich habe das zum Beispiel fälschlicherweise zurückgenommen. Könnte ich zwar hier mit ziehen, das wieder auf die Grundstellung bringen, aber die Fahrstraße ist jetzt noch gelegt. Um die Fahrstraße zu löschen, habe ich jetzt hier die Rangierfahrstraßen, die jetzt aktiv sind. Ich sehe jetzt die zwei Leuchten, einmal von 29 ausgehend. ZTM 29 und davon K1, ZK1M. Wenn ich die jetzt hier ziehe, wird die Fahrstraße gelöscht. Im Normalfall löscht er das von allein, wenn jetzt hier der Zug reinfahren würde. Jetzt haben wir diesen Zug, der ist jetzt hier hinter TM 38 und wir sagen, den bringen wir hier auf Gleis 4. Also müssen wir hier die Weichen ändern. Das einmal hier so. Wir ziehen hier. Jetzt geht es hier nach unten. Jetzt ziehen wir ebenfalls.
Und dann sehen wir, okay, Fahrstraße geht jetzt nach da unten rein. Perfekt. GM38. Und jetzt kann der hier reinfahren. Und ist natürlich gleich hier das ganze Gleis mit der Fahrstraße belegt. Wenn der jetzt hier reinfahren würde, wird das jetzt wieder automatisch gelöscht werden. In dem Fall kann ich es jetzt hier nicht. Ich nehme das hier wieder zurück. Und tue die Fahrstraße hier löschen. Okay. Gleiches Spiel dann auf der anderen Seite, um den halt wieder auf das Gleis 1 zu bringen. So macht man hier Rangierfahrten. Wie mache ich denn eine normale Fahrstraße? Normale Fahrstraßen gehen hier nach dem gleichen Prinzip. Die Signale kann ich aber erst dann auf Fahrt stellen, wenn die Fahrstraße richtig ist. Also ich kann jetzt hier beispielsweise das Signal nicht auf grün stellen, weil ich würde hier die Weiche auffahren. Also muss ich das erstmal hier wieder korrigieren. Ich bringe das alles hier mal wieder in den Ursprungszustand zurück. Und jetzt kann ich ihm hier die Fahrt geben. Voila. Und fährt dann hier in die SBL. Aber hey, vielleicht wollte ich das ja gar nicht machen. Ich kann ihm das natürlich jetzt auch wieder zurücknehmen. Da habe ich 100 gerade. Ah, jetzt ist grün geworden. Ich nehme das hier wieder zurück. Ist rot. Aber die Fahrstraße ist noch da. Und hier leuchtet nichts. Denn das da ist nur für die Rangierfahrten. Die normalen Fahrstraßen, die sind jetzt hier oben. Nehmen wir das Signal K1. Und jetzt habe ich hier ZK1. Da ist aber ein Sicherungsstift mit drin. Das heißt, ihr müsst damit einen Steuerungsklick drauf gehen, damit die Sicherung weggeht. Und dann, wenn ich hier ziehe, wird das gelöscht. Gut. Wie gebe ich ein Ersatzsignal, also das SZ-Signal? Vielleicht gerade beim gleichen Signal. Um SZ-Signal zu geben, gibt es ebenfalls wieder eigene Buttons. Die sind hier oben. Wenn wir uns mal hier das mal anschauen, haben wir SZ, S, R, P, K1, K2 und so weiter. Und das steht immer für SZ-Signal und dann das entsprechende Signal. Wir wollen das jetzt bei Signal K1 machen, also wäre es dann SZ, K1. Ich meine, das ist drücken. Na, dann ist es ziehen. Und jetzt seht ihr, es leuchtet und er hat hier SZ-Signal und kann hier rausfahren. Und auch da gilt unbedingt vorher die Fahrstraße prüfen. Denn SZ könnt ihr ja jederzeit geben, auch wenn das hier falsch ist. So, wir nehmen das wieder zurück. Einmal drücken und fertig. Dann gibt es hier Signale, die abhängig sind von anderen Signalen, bevor ihr die auf Fahrt stehen könnt. Nochmal hier, bestes Beispiel. Hier haben wir das Signal E2. Ich kann Signal E2 nicht einfach auf Fahrt stellen. Da seht ihr, da passiert nichts. Denn E2 ist abhängig hier von Signal D. Das muss erst auf Fahrt stehen, bevor ich hier E2 auf Fahrt stellen kann. Sprich, hier der erste SBL-Block muss frei sein. Das zum Demonstrieren. Machen jetzt hier D. Jetzt gerade ZD wäre jetzt, um hier die Fahrstraße für D zurückzunehmen. Und jetzt kann ich hier E2 machen. Machen wir ZE2. Die Fahrstraße bei Signal 2, also E2. Um das zurückzunehmen. So. Ich kann jetzt das da oben direkt zurücknehmen, ohne dass ich jetzt hier die Signale zurücknehme. Ich demonstriere das mal ganz kurz, indem ich hier ziehe. Geht dann beides jetzt auf Rot, weil die abhängig sind. Und auch hier das Löschen. So. So nehmt ihr die Fahrstraße wieder retour. Hier ist noch angezeigt, okay, wir haben hier den Perron 1, wir sind die Plattform 1. Also Perron ist das ganze Ding hier, also wo die Leute hier ein- und aussteigen. Und dann gibt es halt hier noch die Bahnsteigkanten 1 und 2, links und rechts. Okay, was sollte man hier noch wissen? Es gibt ja hier noch ein paar mehr Buttons. Es kann sein, dass euch ein Zug zum Beispiel mal eine Weiche auffährt. Die fängt dann hier entsprechend an zu blinken. Und heißt für euch, hey, Moment mal, da ist eine Weiche aufgefahren worden. Entsprechend leuchtet es dann hier oben. Dann habt ihr die Stifte, um die Meldung zurückzusetzen. Und dann müsst ihr die Weichen einmal hin und her schalten, damit sie wieder im normalen Zustand ist. Das gleiche hat es dann hier oben mit der Besetztmeldung. Ihr könnt die Besetztmeldungen zurücknehmen, beziehungsweise überschreiben, wenn ihr sagt, das ist falsch, aber das ist äußerst selten der Fall, dass das mal wirklich mal passiert. Ich werde das jetzt auch nicht weiter demonstrieren, beziehungsweise kann es auch nicht demonstrieren, nachdem ich da keine Fahrt habe. Also, Zusammenfassung, wir haben hier die SZ-Signale, die gleiche haben wir hier rechts, sie aufgeteilt zwischen links und rechts. Dann hier noch die Buttons, um die Fahrstraßen zu löschen. Hier ebenfalls auf der rechten Seite für die Rangierfahrten, um die Sachen zurückzunehmen. Und hier auf der linken Seite.
Und eben hier, die Signale haben immer zwei Button, für die normale Fahrt, für eine Rangierfahrt. Und WK sind Entgleiser, wie die hier so nach unten stehen. Ist der Entgleiser scharf? Wenn ich das zurücknehme, dann ist er nicht scharf. Dann kann hier ein Zug durchfahren. Ja, das war's eigentlich grundsätzlich hier vom Relais-Stellwerk. Schaut's auch da immer in den Fahrplan rein. Tut sie nicht immer stoff von links nach rechts schicken. Auch hier habt ihr zum Beispiel einen Güterzug, der hier halten muss. Den müsst ihr dann umleiten, hier auf das untere Gleis. Und dann schickt ihr den nach Fahrplan wieder los. Und dann, es gibt zum Beispiel Zari. Da müsst ihr dann auch noch aufpassen, wo ihr hin ihr den dann schickt. Der steht dann entsprechend dann da. Okay, ihr müsst den da und da zu dem Anschluss schicken. Und die Anschlüsse sind immer beschriftet. Zum Schluss noch das Wichtigste. Und zwar die Kommunikation. Wie sprecht ihr denn mit Fahrern oder anderen Fahrdienstleitern? Also mit anderen Fahrern ist es ganz einfach. Ihr drückt die Push-to-Talk-Taste, die ihr in den Einstellungen konfiguriert habt. Ihr findet hier unter Steuerung. Und wenn ihr hier etwas weiter nach unten geht, da drücken, um zu sprechen, könnt ihr euch da ein Hotkey definieren und entsprechend auch das Mikrofon und das Sound einstellen. Hier. Und wenn ihr das drückt, dann ungefähr, ich glaube 10 Kilometer sind es, höre ich sowohl die Fahrdienstleiter als auch die Fahrer. Aber nutzt das normale Push-to-Talk eher, um mit den Fahrern zu reden. Um jetzt mit einem Fahrdienstleiter zu reden, geht ihr hier auf das Telefon, nehmt den Hörer ab, klickt dann hier entsprechend auf die Station, wo ihr hin möchtet. Und das geht aber dann nur hier mit Stationen, die nicht von der KI besetzt sind. Sprich zum Beispiel hier Knapova. Und klickt dann auf das Mikrofon. Ich mache das jetzt nicht, weil ich den jetzt nicht anrufen will, aber dann würdet ihr ihn quasi anrufen. Und sobald er dann abnimmt, könnt ihr sprechen, ohne dass ihr die Push-to-Talk-Taste gedrückt hält. Also einfach drauf losreden wie im echten Telefonat und wieder auflegen. So läuft die grundsätzliche Kommunikation in SimRail. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server. Da helfen wir euch gerne weiter. Und wenn es dann mehr Infos zu SimRail gibt oder auch das mechanische Stellwerk etc., wenn sich da Sachen ändern, gibt es entsprechend Tutorials dafür. Es kommen auch noch Fahrtutorials, aber da warte ich, bis SimRail aus dem Playtest draußen ist. Bis dann, gute Fahrt und bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.